Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal die drei Limited Edition Boxen von Lookfantastic zu Weihnachten an. Das sind diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Außerdem habe ich auch noch eine Box zu verlosen. Und zwar habe ich die drei Boxen habe ich mir selber gekauft. Und dann kam heute auch nochmal die Christmas Eve Edition dran. Die kam auch noch mit dazu, also ich habe die quasi doppelt, das heißt, die verlose ich in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, steht unter dem Video in der Infobox, schau super gerne mal dort vorbei. Und noch mehr Infos, ja, die Black Friday Edition, die ist jetzt gerade auf 28 Euro reduziert, auch die verlinke ich in der Infobox, also ein super Schnapper tatsächlich. Ihr bekommt da richtig gute Produkte für einen tollen Warenwert, mit einem tollen Warenwert für 28 Tacken, das ist echt cool. Und ich trage in meinem Gesicht das Purish Bundle, was Chiquitas Place zusammen mit Purish rausgehauen hat. Und das passt einfach farblich gerade sowas von zu diesen Boxen. Okay, also auch das Video und auch das Bundle und so, alles in der Infobox verlinkt. Schaut super gerne mal rein, da ist sehr, sehr viel drin. Ich möchte gerne mit euch zusammen diese Limited Editions mir angucken. Solltet ihr mehrere davon bestellen wollen, kann ich euch nur empfehlen, jeweils eine Bestellung aufzugeben. Denn ich habe das selber ausprobiert, wenn man alle drei in den Warenkorb legt, bekommt man mit Claudi Welt nicht dreimal 10 Euro Rabatt, sondern nur einmal 10 Euro. Und wenn man jede einzeln reinlegt und bestellt, bekommst du zwar dann auch wirklich drei Pakete, so wie ich heute, aber du bekommst dann auch wirklich auf jede Box 10 Euro Rabatt mit meinem Code. Ne? Das nochmal so als kleiner Tipp am Rande. Der Code ist nicht affiliated, aber der Link in der Infobox, solltest du darüber bestellen, ist es. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal so, wie das in der, auf der Homepage angegeben ist. 45 Euro kostet der Christmas Cracker und der hat einen Warenwert von über 144 Euro. Und das sind halt alles sehr schöne Weihnachtsgeschenke, finde ich persönlich, weil wir hier einen tollen Mix drin haben. Vor allem ist hier Pflege drin enthalten. Und sollte man einfach den Adventskalender nicht mehr bekommen haben oder nach dem Adventskalender Bock auf mehr haben, ist das eine ganz gute Sache. Ist auch im Design von dem Adventskalender. Ist richtig süß aufgemacht. Und diese Christmas Cracker gibt es ja jedes Jahr. Und die sind ziemlich, also die hatten wir auch schon mal in so einer großen Box, da waren verschiedene drin, ne? Das war echt süß. Da hattest du in jedem, glaube ich, ein Produkt. Und jetzt haben wir einen großen Christmas Cracker, der wirklich gut befüllt ist, wenn ich das hier so richtig sehe. Ja, hier haben wir auch sogar ein bisschen dekorative Kosmetik drin, und zwar von Iconic London, die Eyeshadow Palette mit 4 Tönen, die Deep and Stormy Palette ist das. Ich glaube, die hatten wir auch in einer anderen Geschichte, in einem anderen Bundle mal mit drin gehabt. So schauen die Töne aus. Das ist sehr kühl, aber auch sehr gut geeignet für einen festlichen Look, würde ich mal so sagen. Ne? Auf jeden Fall feiere ich das schon mal als erstes Produkt. Die Produkte sind auch immer online aufgeführt. Du kaufst nie die Katze im Sack bei Lookfantastic und das finde ich super lobenswert. Als nächstes habe ich hier Absolute Repair von L'Oréal Paris Molecular Peptidsbonder mit 5 Aminosäuren, 100 Milliliter. Das ist ein Shampoo. Das hört sich interessant an, muss ich sagen. Ich mag ja auch gerne Haarpflege. Ich mag auch gerne Haarpflege auszuprobieren, weil ich bin nicht ganz so zufrieden aktuell mit meinen Haaren. Also sie sind wieder schön, ne? Also dass sie halt auch wieder füllig sind und so weiter. Aber ich hätte gerne mehr Glanz und mehr Liebe. Ja, ne? Deswegen kann ich das ganz gut gebrauchen. Riecht auf jeden Fall richtig gut, also mag ich gerne. Also wir haben ein bisschen Haarpflege, wir haben dekorative Kosmetik hier mit dabei und dann ist hier auch noch Drunk Elephant drin mit dem Glycolic Night Serum TLC Frambos. Mhm. Okay, AHA und BHA hast du am Start, 8 Milliliter. Hier würde ich empfehlen, das auch wirklich nur, ja, ich sag mal, zweimal pro Woche zu verwenden, ne? Und erstmal vorsichtig antesten, ob ihr das so vertragt. Ich bin jetzt aktuell noch im Peeling Game bei PHA. Das ist die mildeste Version der Säure. Also ich bin schon von Enzym zu PHA, werde dann aber demnächst auch weiter wechseln zu PHA plus Retinol. Und dann werde ich zu AHA gehen und ja, dann sehr wahrscheinlich aufgrund von, manchmal habe ich Unreinheiten, BHA punktuell anwenden. Ich habe hier mal ein Video gedreht, da geht es so ein bisschen um Säure. Hier habe ich von Nude Sticks Nudies Matte All Over Face Blush Color. Mhm. Body Language. A Multitasking Balm to create a soft cheek blush and creamy lip for an easy all over face natural. Ja, Go Nude but Better Look. Achso, Dual Ended Blending Brush Twists Off to Wash. Hä?
Okay, 7 Gramm sind hier drin enthalten. Also für die Lippen und für die Wangen soll der geeignet sein. Oh, richtig schöne Farbe. Komm, den swatchen wir jetzt aber mal. Also ich mache jetzt demnächst auch wieder mein Fullface Beauty Boxen. Eine ganz tolle Farbe. Kann ich mir sowohl auf den Lippen als auch auf den Wangen echt gut vorstellen. Und da wird der reinwandern. Nice. Tolle Sache. Gucken wir mal weiter, was hier noch so drin ist. Also wirklich gut befüllt, ne? Achso, ein Kärtchen haben wir auch noch mit dabei, wo dann drin steht, was drin war. Hier habe ich noch von Ten Look Super Glow Hyaluronic Self Tan Serum. Gut, das sind 30 ml. Das ist jetzt nicht unbedingt was für mich, ne? Also ich verwende keine Bräunungsprodukte mehr, so wirklich. Muss aber einfach mal gucken, vielleicht doch irgendwann mal wieder so für die Beine. Ja, da kann ich mir das vorstellen. Aber im Gesicht mache ich das nicht mehr so wirklich, weil ich habe eh ein Gesicht, was dunkler ist als Hals, Dekolleté, mein Körper. Ganz verrückt, weil ich da durch ein bisschen Rosazea und auch durch Sommersprossen einfach mehr Pigment habe. Aber sowas ist, glaube ich, ganz gut dann geeignet für meine Beine im Sommer, denn die sind dann ja durchsichtig, also dementsprechend passt das eigentlich ganz gut. Würde ich mir wahrscheinlich dann in meine Bodylotion reinmischen, dass es nicht zu intensiv wird. Und dann habe ich auch noch, L'Oréal Paris, auch wieder Absolute Repair Molecular, ein Professional Rinse Off Serum. Das ist ein, wie so eine Haarkur, würde ich sagen, ne? 75 ml haben wir hier drin. Ich habe jetzt aktuell das von Glisskur, dieses 7-Sekunden-Gedünsten in Anwendung. Ich kann mir vorstellen, dass sowas Ähnliches ist. Muss ich mir nochmal durchlesen, wie ich dann genau das anzuwenden habe. Ich denke, dass es halt wie so eine Maske oder wie ein Conditioner dann funktioniert. Also das sind jetzt einmal die Produkte, die wir in dem Christmas Cracker drin haben, den wir ja für 45 bzw. dann ja 35 Euro bekommen. Und ich finde, das ist in Ordnung. 144 Euro wert. Ist ein schönes Weihnachtsgeschenk oder ein kleines Geschenk oder ein großes Geschenk, je nachdem, was man halt auch immer generell so ausgibt, ne? Da machst du auf jeden Fall jemanden glücklich, der oder die Bock auf ein bisschen Pflege hat, aber auch auf dekorative Kosmetik. Da haben wir nämlich ganz schön viel von drin. Dann gucken wir uns hier mal dieses hier an, glaube ich, oder? Ist das nicht das nächste, was hier aufgeführt ist? Ja, das ist nämlich The Look Fantastic Christmas Present im Wert von über 175 Euro. 55 Euro kostet es regulär, mit Claudi Welt, wie gesagt, 10 Euro günstiger, also 45 Euro. Ich finde es auch irgendwie cool, dass wir hier unterschiedliche Verpackungen haben. Das ist jetzt einfach so eine quadratisch praktische, gute Box. Und da sind große Produkte auch drin. Okay, als erstes haben wir ja was von Color Wow, Extra Large Bombshell Volumizer am Start, 195 ml. Und da bin ich mal gespannt, Not a Gel, aha, it's not a cream, not a gel, no waxes, also keine Wachse, ganz interessant. Also du machst das in dein Damp Hair, Damp ist glaube ich frottiertes Haar quasi, ne? Dann machst du 2 bis 3 Pumpstöße in deine Hände, machst es dann in deine Haare, so in Sektionen rein, von dem Ansatz bis in die Spitzen und machst dein ganzes Haar damit voll und dann kannst du deine Haare stylen. Also du verwendest es vor dem Styling und das gibt dir dann Volumen. Das ist interessant, ne? Also muss ich mal schauen, ob das was für mich wäre. Dann habe ich hier als nächstes wirklich ein großes Peeling. Oh, das ist The Ritual of Ayurveda Rejuvenating Body Scrub, das ist richtig toll. Punjabi Pink Salt and Sweet Almond, oh mein Gott, 300 Gramm haben wir drin. Und das ist so richtig Spa at Home, ne? Finde ich großartig. Ritual of Ayurveda riecht richtig gut. Ich hatte letztens einen kleinen Unfall, da hatte ich, hier bin ich jetzt mal gespannt, ob die mir auch explodiert. Das ist jetzt die Sakura-Kerze, ne? Die Ayurveda-Kerze hatte ich ja hier eine ganze Weile stehen im Hintergrund und dann habe ich eine Sprachaufnahme zu Nicole Chiquitas Place geschickt und dann ist mir, während ich die Sprachaufnahme geschickt habe zu ihr, die Kerze explodiert. Richtig krass. Der Docht war irgendwie, keine Ahnung, zu heiß geworden oder so und dann ist unten der Boden auseinandergesprungen und dementsprechend alles und das war echt krass. Also, ich habe mich voll erschrocken, aber irgendwie auch echt kaputt gelacht, musste das Feuer ein bisschen löschen, was ein bisschen gebrannt hat. Das ist da hinten auch ein bisschen verkohlt noch. Nun, auf jeden Fall toller Duft, definitiv. Und Salz, aufpassen, wenn ihr euch vorher rasiert habt, wenn ihr da vielleicht eine offene Stelle habt, wenn ihr euch ein bisschen geschnitten habt oder so, ne, könnte das brennen. Oh, das riecht einfach richtig gut. Also ein ganz tolles Me-Time-Spa-Produkt hier in dem Beauty Present. Hier haben wir auch nochmal das Kärtchen, wo drauf steht, was hier drin sein wird. Das ist auch nice. 3 ml ist nicht viel, aber immerhin. Ultimune Eye von Shiseido. Power Infusing Eye Concentrate.
Das kannst du je nachdem, was du so für eine Haut hast, entweder allein verwenden, vielleicht für morgens ganz gut angebracht, oder unter deiner regulären Augencreme und dann halt auch so richtig schön einarbeiten, einmassieren. Da gibt es ja auch so Tools für, ne? Richtig süß. Also das ist schon klein, aber es wird sackenteuer sein und das war ein Reim. Und finde ich auf jeden Fall knuffig. Aber auch ganz schön cool, dass es hier mit drin ist, weil Shiseido ist halt echt eine teure Marke. Dieses Produkt habe ich aktuell in Anwendung. Ich weiß gar nicht, in welchem Adventskalender ich das drin hatte. Brazilian Crush Pistachio und Salted Caramel. Das ist ein Perfume Mist, so ein Body Mist, aber gleichzeitig auch ein Parfüm. 30 ml sind hier drin. Das riecht unglaublich gut. Wenn ihr süße Düfte mögt, ist das definitiv euer Ding. Das riecht unfassbar toll und es passt auch schön in diese Zeit, weil das hat auch ein bisschen was Nussiges durch diese Pistazie. Und ich verwende das tatsächlich gerne abends, nachdem ich geduscht habe, und finde einfach, dass ich dadurch zum Anbeißen rieche. Auch wenn ich meistens die Einzige bin, die es riecht, weil wenn ich dusche, sind die schon alle im Bett. Trotzdem finde ich das klasse und das ist ein ganz tolles Produkt hier drin. Also Chapeau, Chapeau! Die Box ist gut gefüllt. Wir haben ja auch noch eine Mascara am Start. Bare Minerals Maximist Phyto Fiber Volumizing Mascara. Das ist diese hier. Sieht sehr, sehr charmant aus. Bare Minerals hat ja damals auch immer so Adventskalender gehabt. Ich weiß nicht, ob die dieses Jahr auch einen hatten. Ich habe ihn jedenfalls nicht geöffnet. Doch hatten die, ne? Wo du halt schon sehr, sehr hochpreisige Produkte drin hast. Die sind ja auch viel mit diesen losen Produkten unterwegs. Loser Bronzer, loser Blush, loses Puder, lose Foundation, lose Puder Foundation. Ne? Und hier haben wir eine Full Size von dieser Mascara am Start. Ich blende euch mal das Bürstchen ein, beziehungsweise, ich kann es euch hier mal zeigen. Das ist so ein Faserbürstchen. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Ne? Also das sieht für mich echt nach Volumen aus und nach Kabam. Plant-based ist die Brush. Okay, also die ist pflanzenbasiert. Ich weiß nicht, inwiefern das mit den Inhaltsstoffen bei Bare Minerals so ist. Aber die ist, glaube ich, auch recht krass unterwegs. Vegan ist die Mascara, 9 ml. Ich glaube, hier hat man auf jeden Fall auch seine Freude mit. Also in beiden Boxen habe ich jetzt bislang halt auch echt schön drin gesehen, dass wir dekorative Kosmetik und Pflege als Kombination so drin hatten. Also schon schön kombiniert. Und ich finde es sehr interessant, dass die halt 3 Limited Editions rausgehauen haben. Wahrscheinlich, weil die einfach jeden Geschmack treffen wollen, ne? Die Original Brow Soap von Soap Brows Westbourne Co. habe ich hier am Start mit einem Bambus-Spoolie. 25 Gramm sind hier drin. Ich habe die auch schon mal gehabt. Ich könnte die jetzt super für mein Full-Face-Beauty-Boxen verwenden, weil ein Augenbrauen-Fixierungsprodukt hast du jetzt recht selten so in Boxen drin. Aber ich weiß, dass es nicht so mein Produkt ist. Ich bin kein Fan von Augenbrauen-Seifen, einfach weil ich das nicht so in meiner Routine integriert bekomme. Die müsstest du theoretisch verwenden, bevor du deine Foundation aufträgst. Und irgendwie denke ich da nicht wirklich dran und kriege das auch nicht so hin. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Pfefferminzdöschen, ne? Das ist ganz hübsch. Und ich glaube auch, dass viele sich darüber freuen werden. Ja, riecht soweit nach nichts, hat einen leicht, ganz, ganz leicht frischen Duft mit dabei. Ja, ist aber eigentlich eher wirklich einfach nur ein Wachs, ne? Oder ein... Habt ihr das gehört? Ich hab hier so eine Schräge und da rutscht heute alles runter. Es taut gerade bei uns. Nun, auf jeden Fall, ist das hier eine Augenbrauen-Soap, eine Augenbrauen-Seife. Nicht so mein Cup of Tea, aber es ist hier mit drin. So, und dann habe ich hier noch das letzte Produkt aus dieser Box und das ist von Eflum, Foaming Cream Cleanser. Das ist interessant, 120 ml haben wir hier drin enthalten und wie sage ich das? Eflum, heißen die Eflum? Ich nenne die immer Eflum, einfach so. Und die haben tolle Produkte, wirklich auch sehr, sehr wirkungsvolle Produkte. Ich mag den Duft aber einfach nicht, ich kann das nicht haben, das ist mir zu intensiv, das hat sowas von... extrem hau raus, also sehr, sehr parfümiert, weiß ich nicht. Nicht so meine Welt leider. Ne? Also das Produkt kann super sein, aber ich kann den Duft nicht haben, auch wenn es nur ein Cleanser ist. Selbst bei dem Abschminkbaum war mir das immer zu viel, zu zitrisch-kräuterig. Weiß ich nicht. Kräutertee, ganz, ganz extrem hochkonzentrierter Kräutertee und dann Zitrone reingemacht. Irgendwie so. Nun, nicht meine Welt, leider. Aber ein Abschminkprodukt ist definitiv ein sinnvolles Produkt in dieser Box. Also, das finde ich schön gemacht. Und du hast hier halt auch wirklich brauchbare Produkte wieder drin. Ein bisschen was Außergewöhnliches mit dem Hairstyling, ne? Und, also, schön auf jeden Fall gestaltet, muss ich sagen. Ich wüsste auch nicht, welche von den beiden Boxen ich jetzt bislang besser gefunden hätte. Die haben alle so ihre
Vorzüge. Ich glaube, ich wäre dann tatsächlich bei dieser Box auch eher. Naja, jetzt gucken wir mal die Christmas Eve Edit an. Hier liegen wir bei auch 55 Euro, Wert von über 215 Euro. Und genau, wenn ihr dann meinen Code verwendet, habt ihr entsprechend die Box für 45 Euro. Und so schaut es aus. Lookfantastic hat es ja bei den also bei den Limited Editions, die in Boxen packen, mittlerweile so gehandhabt, dass sie hier einfach nur einen Schuber drumherum haben. Ne? Und dann hast du hier die Box. Und das ist auch die Box, die ihr in diesem Video gewinnen könnt. Wie gesagt, alles dazu steht in der Infobox drin. Wow! Okay, das ist schon mal spektakulär. Wir haben als erstes hier so ein, das ist fancy, so ein Locken ohne Hitze-Ding ist es, glaube ich, ne? Und hier hinten machst du dann auch noch irgendwie Haare durch? Fancy. Ich weiß nicht, ob ich mit sowas schlafen kann. Muss ich mal schauen? Wie rum mache ich mir das auf? Das muss doch eigentlich dann nach hinten und du musst dann nach vorne? So? Ist auch irgendwie schick, ne? Hält auf jeden Fall sehr gut. Boah, das ist super eng. Ich weiß nicht, ob ich das haben kann. Naja, muss ich mal schauen. Dann habe ich hier auch noch den Flyer drin. Ja, diese Schlafmaske, die hatten wir, glaube ich, in der letzten Weihnachtsedition auch mit am Start. Oder irre ich mich da? Die Glow oder Glove Setting Sleeping Mask finde ich persönlich super, weil man über die Feiertage verreisen könnte, gegebenenfalls. Ne? Und also zu der Familie fährt zum Beispiel. Und dann hast du halt eine Schlafmaske und kannst so entspannt schlafen, wenn du irgendwo bist, wo halt vielleicht keine Rollläden sind oder so. Und dadurch, dass es halt dieses Satin ist, ist es auch sehr wimpern- und hautschonend. Also das ist schon ein cooles Produkt, was definitiv Sinn ergibt. Das feiere ich einfach sehr. Die Damn Girl Mascara von Too Faced ist ein Traum. 24-Hour Mascara. Und die ist so geil. Infinity Brush steht hier hinten drauf. Das ist so ein richtig dickes Bürstchen. Also ich finde die klasse. Ich hatte die auch schon mal irgendwo im Adventskalender oder so mit dabei. Das ist jetzt meine. Und die sieht so fantastisch gut aus. Und ja, da haben wir ein unfassbar dickes Bürstchen. Das ist, das macht richtig tolle Wimpern, Leute. Ich sag's euch. Ja, riecht nach Mascara. Kannst nichts zu sagen. Und die geht ab wie ein Zäpfchen. Die ist richtig geil. Also, dass die hier mit drin ist, feiere ich hart und finde ich großartig. Das ist wirklich hammermäßig. Das ist eine fancy Verpackung. Vertue oder Virtue Real Science True Beauty Co-Correct Unfrizz Cream. Oh, okay. Das ist für die Haare. Smooth, Calms, Transforms, 120 ml. Und die soll dafür sorgen, dass du keinen Frizz in den Haaren hast, was natürlich jetzt auch super sinnvoll ist, weil durch die trockene Jahreszeit oder durch die Jahreszeit, die wir haben, haben wir sehr, sehr trockene Heizungsluft überall. Und ja, ne? Dann macht sowas auf jeden Fall Sinn. Wie fancy kann ein Produkt aussehen? Ja, mega krass. Also das finde ich cool. Auch hier Haarpflege dann mit drin. Floral Street Wonderland Peony. Ein Eau de Parfum mit 10 ml. Oh, das finde ich ja interessant. Das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich eine Box, die man ganz toll verschenken kann. Weil wenn du hier halt auch so cozy Products mit drin hast und ein Parfum und eine Mascara. Ich glaube, das kommt richtig, richtig gut. So, jetzt mal auf den Duft gespannt. Hatte ich das nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Ja, ein floraler Duft. Sowas mag ich. Sowas in Beautyboxen mag ich einfach. Ui, du musst florale Düfte nicht nur mögen, sondern lieben. Weil das sehr, sehr intensiv nach Blumenladen riecht, ne? Was ich ganz geil finde. Also für mich ist es schon ein guter Duft, muss ich sagen. Haben wir hier irgendwo Duftnoten draufstehen? Nö, dann blende ich euch die einfach mal ein. Das ist vegan und cruelty-free. Hast du nicht bei vielen Düften? Das finde ich auch ganz nice. Sustainably. Sourced ingredients, okay. Recyclable package. Also nett, definitiv. Ich denke, das kommt dann auch auf jeden Fall ins Full-Face-Beauty-Boxen, dass ich da ein bisschen mehr zu sagen kann, außer Blumenladen. Dann habe ich hier etwas drin und das finde ich toll. Elemis Pro Collagen Rose Cleansing Balm. Das ist so toll. 20 Gramm. Ich mag Reinigungsbalsamse. Reinigungsbalme sehr gerne, weil ich Double Cleansing mache und der von Elemis ist auch sehr, sehr gut. Nimmt sehr gut das Make-up runter. Erster Schritt vom Double Cleansing und das kann man gut gebrauchen. 20 Gramm ist eher eine kleinere Größe, aber auch hier wieder, ne, an die Reise gedacht. Dann haben wir hier auch was zum Duschen mit am Start und zwar von Molton Brown. Oh, Relaxing Ylang Ylang Bath and Shower Gel. Wie hübsch.
100 Milliliter sind hier drin. Lila, ich glaube, die Duftrichtung habe ich von Molton Brown noch gar nicht gehabt, von diesen Duschgelen. Die sind immer sehr, sehr intensiv. Das riecht so gut. Das riecht wie eine Spa-Landschaft. Und also riecht wirklich, wirklich gut. Wirklich gut. Mag ich gerne. So, wir haben hier noch viel, viel mehr drin. Und ich glaube, diese Box wird dann auch tatsächlich eher so meine Favoritenbox sein. Eine Maske ist das hier von Bleach London. Reincarnation Mask. Damaged, bleached or colored hair. Okay, die ist leider nicht für mich geeignet. 200 Milliliter. Denn ich habe ja keine gebleichten oder kolorierten Haare. Das ist meine eigene Haarfarbe, die mir angeboren wurde. Die jetzt mittlerweile immer aschiger und immer grauer wird. Aber hier unten, da ist es noch blond. Hier oben ist etwas aschiger unterwegs, aber der ist halt meine natürliche Haarfarbe, ne? Und wenn ich nach meinem Papa komme, dann habe ich noch sehr, sehr lange was von meinen blonden Haaren. Der hat auch immer noch blonde Haare. Hat hier an den Seiten so ein bisschen grau, ist doch richtig. Sieht schon gut aus und der hat auch noch sehr volles Haar. Meine Mama ist schon ein bisschen länger etwas gräulicher geworden, aber auch sie hat noch blonde Haare. Nun, finde ich auf jeden Fall nice, dass es mit drin ist. Für mich jetzt nicht so geeignet, aber ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen kolorierte Haare haben. Allein wenn ich mich so ein bisschen auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis umschaue, mehr als die Hälfte der Frauen auf jeden Fall. Bei den Männern eher weniger, muss ich sagen. Dann habe ich von Erborian was drin. Skin Therapy 17 Super Ingredients. Ein Nachtöl ist das. Multi-Perfecting Night Oil. 10 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und hier auch wieder die Geschichte, ne? Es ist die kalte Jahreszeit, wo wir viel trockene Heizungsluft haben. Da kommt es ganz gut, wenn man halt so Nachtprodukte, Nachtöle hat. Und damit kann man einfach nochmal die Skincare auf ein anderes Level heben. Ich habe es letztens bei Maxim gesehen. Das hat er echt schlau gemacht. Und ich denke, dass ich das auch mal adaptieren werde. Der macht es so, dass er seine ganz normale Abendroutine macht. Und dann so ein, zwei Stunden später macht er sich nochmal ein Öl drüber. Und der Mann hat ja wirklich perfekte Haut, ne? Und ich glaube, dass das für mich jetzt im Winter auch eine ganz gute, interessante Idee wäre, das mal zu machen. Dann sollte ich nun mal nicht mehr so spät duschen gehen, wie ich es jetzt aktuell mache. Nun, aber trotzdem feiere ich, werde ich sehr wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Und dann habe ich hier das letzte sehr, sehr kleine Produkt drin. Aber Leute, es ist von Clé de Peau. Hammer. Das ist so eine teure Marke. Eine regenerierende Eye Contour Cream. Es sind einfach 2 Milliliter hier drin. Aber ganz ehrlich, es ist Clé de Peau. Und ich finde das so wundervoll. Ich finde die Marke so interessant. Aber das ist halt wie bei so vielem. Das kauft man sich nicht einfach so. Und wenn du es in so einer Box drin hast, ist doch super. Ne? Ist jetzt auch nicht extrem hochwertig vom Packaging her gut. Diese Plastikverpackung ist Gold und so, aber es sind einfach 2 Milliliter. Ne? Werde ich mal ausprobieren. Geruchsneutral, um das mal so zu sagen, schaut so aus. Und da bin ich einfach mal gespannt drauf, wie das so sein wird. Ich weiß nicht, wie lange man das dann hat, ne? Ich werde es mir sehr, sehr gut einteilen, aber ich freue mich drauf. Ich nehme das jetzt direkt einfach mal in Anwendung. Und ja, ich würde wirklich sagen, dass diese Christmas Eve Edit das Beste ist. Also für mich persönlich die beste Edition, aber die anderen beiden haben halt auch ihre Vorzüge, ne? Muss ich wirklich sagen. Also mit dem Blush ist es eine ganz nice Kiste. Mit dem hier Sol de Janeiro Spray ist es natürlich auch wahnsinnig toll. Wir haben bei allen Boxen einen tollen Mix drin. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, welche deine liebste Box ist. Und wie gesagt, einmal verlose ich auch die Christmas Eve Edition, die ja meine persönliche Lieblingsedition ist aus dieser Reihe. Aber ja, und für 45 € die Produkte ist es natürlich der Hammer, ne? Mein Code gilt übrigens auch nur, by the way, falls ihr das möchtet, auf weitere Produkte im Shop. Da würde ich euch auch empfehlen, die separat zu bestellen. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Aber gut, ne? Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles soweit verlinkt. Mit Claudiwelt bekommt ihr den maximalen Rabatt und das wäre es hier gewesen. Ihr Lieben, wenn es dir gefallen hat, wenn du ein Träumchen, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!